geht es halt nur ums Sein. Im Moment halt auch zu sein, weil das meiste ist nur dieses Überdenken, dass man mal aus diesem Überdenken halt rauskommt. Was meinst du mit dem Sein? Also ja, es gibt jetzt zum Beispiel diesen Spruch, ich denke, also bin ich. Und ich glaube, es gibt keinen mehr fehlverstandenen, missinterpretierten Satz so als den. Aber das trifft schon ganz gut auf die heutige Gesellschaft zu. Die meisten Menschen meinen ständig nur, wenn sie denken, wenn sie irgendwas machen und mit dem Verstand eben, dass sie dann was sind und dass sie dann halt völlig irgendwie, ja, dass sie sind, wenn sie denken, aber das ist nicht so. Du bist auch, wenn du nicht denkst. Kennst du das nicht? Meistens, wenn die Momente, wo du nichts denkst, bist einfach von Leben erfüllt, oder du bist von Leben durchflossen, du bist völlig im Moment, wie wenn du irgendwo an einer Kletterwand hängst, da denkst du nichts, du schaust, wo du den nächsten Griff mit der Hand machst und da bist du im Sein, da bist du völlig im Moment. Oder ich kenne das einfach, wenn ich halt Sport mache, wenn ich mich bewege, wenn ich irgendwie Fußball spiele, dass ich dann völlig im Sein bin, da ist nichts mit Denken. Ich denke nicht vorher nach, drehe ich den Fuß jetzt so, wenn ich den Ball spiele. Nee, ich mache das einfach, ich bin im Sein. So. Und Denken ist halt auch nicht schlecht, aber man muss es wieder schaffen, dass man seinen Verstand benutzt und nicht, dass man vom Verstand benutzt wird. Und das ist halt das auch, wo ich öfter immer sage mit den Händen, wenn die Hände irgendwo so rumzappeln wild, dann sind die nicht sinnvoll. Meine Hände sind sinnvoll, weil sie genau das machen, was ich möchte. Ich kann sie bewegen, wie ich möchte. Ich kann sie still lassen auch, wenn ich möchte. Und so soll es mit dem Verstand sein. Meistens ist es ja so, da kommen irgendwelche Gedanken, die sind ständig da, werden beachtet. Und man ist so identifiziert mit diesen Gedanken, dass dann Gefühle aus diesen Gedanken entstehen, obwohl diese Gedanken einfach aufgetaucht sind, man weiß nicht mehr woher. Und man identifiziert sich damit so sehr. Wenn man eine gewisse Distanz von diesen Gedanken hat und einfach die beobachtet und die auch mal zur Ruhe kommen lässt jeden Tag, dann kommt man immer mehr ins Sein und dann merkt man, wie schön es ist. Und wenn man im Sein ist, dann verfliegt die Zeit auch einfach. Das ist wirklich, das ist wieder wie als Kind so. Man erlebt so viel, es ist so viel passiert und trotzdem geht die Zeit so schnell vorbei. Und genauso umgekehrt, wenn man alles zerdenkt, wenn man überhaupt nicht im Hier und Jetzt ist, dann vergeht die Zeit nicht. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr wartet irgendwo an der Bushaltestelle und denkt euch die ganze Zeit, jede Sekunde, oh, wo kommt der Bus? Irgendwas, wo in der Zukunft ist. Wenn ihr einfach nur an der Bushaltestelle sitzt und nicht wartet, probiert mal, lernt mal zu warten, ohne zu warten. Sondern wenn ihr auf den Bus wartet, dann setzt ihr euch einfach hin und seid. Schaut euch die Bäume an, schaut euch irgendwie an, was ist, und irgendwann kommt der Bus. Ja, das ist eine gute Übung, so, um Meditation in den Alltag einzumachen. Ja, da kann man vor allem, da kriegt man dann Zeit geschenkt, um einfach das zu üben, so, genau. Ne, zu sein und zu meditieren, weil das ist dann eine Meditation, wenn du da einfach bist. So. Ja. Was mir noch eingefallen ist bei dem, was du gesagt hast, dass sozusagen, du hattest gemeint, da tauchen dann Gedanken auf und dann dass sozusagen ganz oft Gedanken entstehen durch Erlebnisse, die wir haben, die uns an irgendwas aus der Vergangenheit erinnert. Und dann sind wir in so Schleifen drin, ja, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben, sondern wir reproduzieren irgendwas aus unserer Vergangenheit und dann sind wir darin gefangen. Und dafür ist halt die Meditation zum Beispiel auch total gut, um aus diesen Schleifen so rauszukommen, um uns zu befreien von dem quasi alten Mustern, denen wir immer folgen. Ja. Und dadurch können wir dann halt wirklich in so eine Freiheit kommen und in eine Unabhängigkeit von dem, was uns widerfahren ist in der Vergangenheit. So, ne? Weil dann sind wir frei und handeln unabhängig, so, ne? Weil wir können dann wirklich selbst entscheiden, genau, wo wir links oder rechts gehen oder was wir folgen oder was wir nicht folgen oder, ne, wir bestimmen dann einfach selber mehr. Genau. Das ist auch, das ist so unglaublich wichtig, dass man das einfach nur als ein Instrument, als eine Möglichkeit sieht, dieses, was aus der Vergangenheit gerade mal im Kopf auftaucht. Es ist einfach nur
das ist mir neulich bei einem Coaching hingekommen, wo so ein Vergleich, wenn man das mit einem Navigationssystem vergleicht, so. Vielleicht habt ihr noch eine alte Karte, ein altes Ziel bei euch im Auto, im Navigationssystem eingestellt. Und das sagt halt immer wieder, bitte wenden, alle 500 Meter kennt er vielleicht. Aber ihr wisst ja besser, hey, hier kenne ich mich schon aus, da muss ich hin oder so. Aber ihr habt halt einfach noch das falsche Ziel beim Navigationssystem eingestellt, ihr habt noch die falschen Gedanken, alte destruktive Gedankengänge, die sind halt noch so im Kopf, im Navigationssystem abgespeichert. Und wenn ihr das wieder einfach nur als ein Mittel seht, so, und wenn ihr wisst, hey, gerade da mit dem Ziel spinnt das Navigationssystem ein bisschen. Wenn es ums Thema Beziehung geht, spinnt mein Gehirn ein bisschen. Und wenn du einfach deine Gedanken nicht mehr so ernst nimmst, einfach siehst, du kannst sie ja beobachten und dann eben wie ein Instrument das siehst, wie ein Navigationssystem weißt, hey, nee, ich habe doch schon einen neuen Kurs, ich weiß doch, wo es jetzt hingeht, hier kenne ich mich aus. Das sagt immer wieder, bitte wenden, nehmt eure Gedanken nicht so ernst, das ist ja interessant und dann schau einfach, was kann ich aus dem Gedanken machen oder auch nicht, wenn du gerade nicht brauchst, dann lass den Gedanken einfach vorbeiziehen. Nutz das, was du brauchst. Wenn du gerade weißt, wo du bist, dann brauchst du nicht auf dein Navigationssystem zu schauen. So. Ja. Nur so als kleine Metapher auf dieses, ja, darauf bezogen jetzt. Genau. Haben wir jetzt unsere drei Fragen schon beantwortet? Und die dritte Frage war jetzt noch, wie Meditation im Moment für dich ausschaut. Ah. Ja. Also jetzt hat man erstmal, ja, wie wir zur Meditation gekommen sind und was Meditation für uns bedeutet, eben in den Moment zu kommen, achtsam zu sein, ins Sein reinzukommen und den Alltag meditativ zu gestalten und nicht eine Meditationszeit zu haben, sondern dass eben alles in der Achtsamkeit dann nach einer Zeit gegangen wird. Genau. Ja, wie schaut es im Moment bei dir aus? Ja, also ich habe noch diese Meditationszeiten, also in denen ich sozusagen bewusst da reingehe und sozusagen morgens bei meinem Spaziergang oder überhaupt, wenn ich halt laufe, gehe, dann mache ich immer noch diese, ich bin zu Hause, ich bin angekommen und dann, wie gesagt, also wenn ich merke, dass ich, also zum Beispiel bin ich ja auch gerade in einer neuen Lebensphase, habt ihr vielleicht in einigen Videos mitbekommen, wo ganz viele Gefühle so aufgeschwemmt werden, ganz viele Gedanken. Also ich denke gerade sehr, sehr viel und da setze ich mich dann auch wirklich ganz bewusst hin, wenn ich merke, okay, das nimmt gerade Überhand da in meinem Kopf, ich folge dem die ganze Zeit und das macht mich wahnsinnig. Dann setze ich mich hin eine halbe Stunde und versuche dann, sozusagen was einen anderen Impuls reinzugeben, ne? Dass ich dann auch zum Beispiel auf einen Gegenstand schaue und den fixiere und nicht mehr meine Gedanken. Die laufen dann parallel irgendwie wahrscheinlich noch weiter ab. Aber dass ich mir halt einen Punkt suche, wo ich, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke, ganz bewusst, ich entscheide das und mein Karussell im Kopf kann dann weiterlaufen und merkt so, oh, sie reagiert gar nicht und dann kann das so ein bisschen runterfahren. Genau, das mache ich gerade und wie gesagt, das mit diesem Glücklichsein, dass ich da Momente rausfische, wo ich versuche, das mir bewusst zu machen und auch wie gesagt, also das, was Tobias eher so praktiziert oder was er immer sagt, so mit dem Alltag, dass ich da halt auch dann beobachte, wie das dann so überschwappt und ich dann immer, also das auch einfach passiert, dass ich Gedanken beobachte so und nicht drauf einsteige. Aber das ist halt auch jetzt, ich weiß nicht, schon viele Jahre Praxis, also das wollte ich auch noch sagen, ist mir wichtig, dass am Anfang ist es wirklich, oder es nicht nur am Anfang, es gibt auch immer wieder Phasen, wo das sein kann, dass es halt ganz schön schwer ist, den Kopf ruhig zu bekommen. Ja, gerade wenn ihr neue Sachen ausprobiert oder in schwierigen Situationen seid. Aber da ist es halt wichtig, wenn ihr sozusagen in ruhigen Momenten das übt, ja, im Alltag das übt und dann kommt halt mal eine Situation, die euch normalerweise die Füße unterm
wie sagt man? Boden beziehen. Genau, und dann merkt ihr, wie das greift. Boden unter den Füßen. Wie eine Situation, die den Boden unter den Füßen wegreißt. Und normalerweise wärt ihr umgefallen, aber dadurch, dass ihr halt davor immer meditiert habt, passiert es einfach nicht mehr. So, also das habe ich so beobachtet, dass ich halt viel schneller runterkomme und die Situation einfach nicht mehr so heftig dann sind. Ja. Was machst du so? Ja, jetzt mittlerweile mache ich nicht mehr so gezielte Meditationszeiten oft, sondern ja, wie gesagt, alles eher meditativ. Also ich baue dann schon mal, manchmal, wenn ich irgendwo hingehe, dann mache ich mal Gehmeditation oder dass ich mich mal zwischendrin hinsetze und einfach, wenn ich merke, ich brauche Ruhe, ich schaue mal ein bisschen auf meinen Atem und komme halt zur Ruhe und beobachte das Ganze. Aber es ist mittlerweile wirklich so geworden, dass ich immer mehr in so einem meditativen Zustand auch im Alltag dann reinkomme. Ist halt so klar, das ist ja immer mal mehr, mal weniger. Und ich halte es auch echt, am Anfang habe ich immer frühs meditiert. Das halte ich auch immer so für das Beste. Wenn ihr startet, gewöhnt euch eine Morgenroutine an. Gerade morgens keine E-Mails checken oder Nachrichten, Kommentare lesen oder irgendwie gleich online gehen. Wenn ihr den Tag nämlich frühs meditativ startet, vielleicht direkt nach dem Aufstehen am besten, jeden Morgen 10 Minuten einfach nur hinsetzen und nichts machen. Gar nichts. Einfach nur, wenn es euch zu schwer fällt, irgendwie nichts zu machen und eure Gedanken zu beobachten, dann achtet auf euren Atem, konzentriert euch auf den Atem, atmet ein und dann sagst du dir halt innerlich ein, mit dem Ausatmen aus und dadurch driftest du nicht so schnell mit den Gedanken ab. Und wenn du das jeden Morgen machst, so, dann kommst du schon, ja, der Tag startet einfach schon so entspannt und dann kann auch mal eine schlechte Nachricht kommen. Ihr kennt das bestimmt, wenn man gut drauf ist und dann kommt irgendjemand und sagt, was doof ist, dann geht dir das einfach, ja, vorbei, ne? Und wenn du schlecht drauf bist, wenn du morgens gleich startest, kriegst du irgendwie Nachricht, dein Vermieter will dir kündigen oder was, dann ist der ganze Tag schlecht so, weil du einfach morgens schon dich von einer externen Sache beeinflussen hast lassen. Also geh früh hin und komm in deine Mitte. Und wenn du bei dir bist, wenn du dann selbst eine innere Zufriedenheit jeden Morgen entwickelst, ja, dann wird es von Mal zu Mal, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, Woche zu Woche immer besser. Ja, das ist eben ja wie ein Samen setzen. So, man muss erstmal wieder diese positiven Muster jeden Tag nähren, jeden Tag gießen. Und wenn dann der Baum sich schon so verwurzelt hat und gewachsen hat, dann ist es gefestigt. Dann müsst ihr da gar nichts mehr machen. Das ist wie jetzt im Moment sind halt unglaublich negative Muster, diese in Hektik zu verfallen, die sind halt im Moment so groß. Und diese Samen, diese negativen, die dürfen man halt nicht mehr wässern jeden Tag. Und stattdessen sich neue positive Muster schaffen. Und ja, dann entwickelt sich so über die Wochen, Tage, Jahre so viel. Und man wird immer entspannter, man wird immer glücklicher. Und das ist, denke ich, so das Ziel von jedem. Das ist das Einzige, was jeder Mensch auf dieser Erde möchte. Einfach nur glücklich sein, im Moment sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Ne? Ja. Ja, und wenn ihr Lust habt, mit uns gemeinsam da tiefer einzusteigen, dann seid ihr genau richtig bei unserem Sommerretreat, wo wir 9 Tage lang in einer schönen, geschlossenen Gruppe einfach viele Praktiken euch zeigen möchten, verschiedene Meditationen ausprobieren werden und ja, da kannst du dann... Jetzt sind wir 3 Uhr. Schlägt immer 4-mal für die volle Stunde und danach die Uhrzeit. Und um Viertel läutet es einmal, um 1/2 und um 3/4 3. Also wir haben hier unsere tägliche Achtsamkeitsübung, genau. Mit dem Gong. Also ich weiß jetzt nicht, wo war ich? 9 Tage. 9 Tage, genau. Und da können wir dann richtig, also ich weiß, dass wir auf ganz tiefe Ebenen kommen werden und in richtig schöne meditative Zustände kommen. Wir wollen auch nochmal ein Video machen, wo wir euch genauer erklären, was wir jeden Tag so machen oder was so, weil jeder Tag
wird ein bestimmtes Thema haben und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall schon super drauf. Ja. Auch an einem wunderschönen Ort, ne? Ja. Alte Schneiderei. Und das ist ein schönes Ferienhaus mit, da ist ein Bach irgendwie und ja, Natur außenrum. Genau, wir werden auch viel draußen sein. Genau. Draußen essen, lecker, vegan, rohköstliches Essen. Ja, genau. Ja. Das, ja, diese ganzen Prozesse eben unterstützt. Genau. Ja. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare und ansonsten. Was das? Ja. Habt noch einen ganz schönen Tag und alles, alles Liebe. Macht's gut. Ciao. Tschüss. So, also, macht's genau so. Genau so. Tobi hat den erhobenen Zeigefinger für sich entdeckt. Ja, und wisst ihr, wenn man, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, zeigen drei Finger auf einen selbst. Denk mal drüber nach. Ja, so ist es.